Zeit Abdallah hier Backstage bei Wheel of MMA 48. Neben mir ist Kevin Hansson, der gerade seinen Debütkampf bestritten hat im MMA und ihn auch gewonnen hat und gefinisht hat in der ersten Runde. Kevin, wie fühlt sich das gerade an? Also das Gefühl ist echt unbeschreiblich. Ich habe eine Wahnsinnsvorbereitung hinter mir. Mein Trainer, der hat mich wie ein Tier trainiert und trainiert. Ich habe wenig geschlafen. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, das erste Mal Wheel of MMA anzutreten, zu kämpfen und zu zeigen, was man kann. Und nach einem Knockout in der ersten Runde, also ich fühle mich echt großartig. Ja, erzähl mir, wie das war in der Vorbereitung, denn du hast gerade eben zu mir gesagt, dreimal am Tag hast du trainiert, das machen manche Profis nicht mal und manche altgebackenen Profis machen das nicht mal und du machst das hier schon als Debütant. Ja, es ist halt auch so, ich habe ja studiert und eine Zeit lang, es passte so mein Zeitmanagement. Ja gut, man muss halt auch ein bisschen seinen Lifestyle pflegen. Ich habe auch eine Freundin, mein Team und alles, meine Freunde. Es ist halt morgens ein paar Kilometer laufen, wenn ich schaffe 10, 15 Kilometer unter einer Stunde. Dann halt mittags Fitness und abends zum MMA-Training. Also ich habe auch mehrere Open Mats mitgemacht, Grappling-Turniere, Kickbox-Kämpfe, sodass ich für diesen Tag bereit bin und einfach sagen kann, ich habe es geschafft, nach dem K.O. zu gewinnen. Das hast du tatsächlich. Und sag mir, wie das war, als du im Cage standest und dein Gegner Erik Schmidt reingekommen ist und er einfach mal eine Legion hinter sich hatte. Das ist ja ein Lokalmatador gewesen. Hat sich das verunsichert in irgendeiner Weise? Hattest du mehr Druck? Wie war das für dich? Also ich habe letztes Jahr im Dezember habe ich in Den Haag gekämpft, habe leider nach 2 Punkten verloren. Als er da reinkam, ich wusste ganz genau, es ist auch nur ein Mensch, der hat auch nur 2 Arme, 2 Beine, 1 Kopf. Und genau so einen Kopf, den kann man wegtreten, auf den Kopf kann man einschlagen. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Sorgen gemacht. In Den Haag war ich viel aufgeregter als hier. Was ist passiert hier, der Cut? Wie ist das zustande gekommen? Ja, mein Trainer hat mir immer geraten, wenn er clincht, schnell raus, aber ich konnte leider nicht weg. Er hat echt gut geclincht, er ist echt stark und hat da gleich ein Knie rangesetzt, wie man sehen kann, 3 cm, hat direkt getroffen und ja, konnte ich leider nichts machen, aber ich muss es halt damit leben und ja. Wir haben am Anfang gesehen, ihr seid in die Distanz geblieben, aber dann hast du ihn mit Boxen wirklich bombardiert und ihn überrumpelt. War das dein Gameplan, ihn auszuboxen? Nee, mein Gameplay war mehr, ihn mit Highkick auszunocken, weil ich bin mehr der Kicker. Und wir haben auch vor 6, 7 Wochen haben wir einen super Boxtrainer engagiert, Robert Marshall, auch nochmal ein Grüße an ihn. Es war eigentlich gar nicht mein Ziel, ihn boxerisch überhaupt auszunocken. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Oh, aber das hast du wirklich sehr gut hinbekommen. Was ist denn jetzt nun das Nächste für dich? Du bist jetzt 1-0, hast einen super Start in deine Profikarriere hingelegt. Was möchtest du jetzt machen? Also auf jeden Fall ist es mein Ziel, hauptsächlich einen Titel zu kassieren. Ich will endlich einen Titel, ich trainiere hart dafür und ich bin endlich der Meinung, ich habe einen verdient und ich werde ihn mir holen. Also der Halbschwergewichtstitel bei Wheel of MMA ist vakant? Ist vakant, ich strebe ihn an. Ich meine, es ist wie gesagt auch nur ein Mensch, der einen Titel hat, aber ich werde ihn mir definitiv holen. Hammer, ich freue mich schon sehr darauf. Kevin Hansson. Dankeschön. Geil. Auf jeden Fall möchte ich nochmal meinen Trainer Sebastian Schlopper auch nochmal danken. Auch Kampfsportcenter Minden, ne, besucht das Gym, das ist echt super, auch ein super Team. Ihr seid alle herzlich eingeladen, zum Training zu kommen.